Um Aufrichtigkeit, Authentizität, Vertrauen und Aufrichtigkeit. Ich erlebe heute eine innere Freude, weil es ist zum ersten Mal, dass ein tschechischer Minister hier steht, ohne dazu Mut zu brauchen. Wir haben in den letzten Jahren ein Wunder erlebt. Das, was eine Ausnahme war, was Mut brauchte von meinen Freunden Daniel Herrmann und Pavel Bělobrádek, das ist schon Alltag geworden. Und ich bin darüber glücklich. Wissen Sie, ich bin heuer 59 geworden, also ich stehe vor Ihnen als Zeuge des Prozesses der Annäherung zwischen Deutschen und Tschechen. Und ich wage zu sagen, das Werk der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen ist im Grunde vollbracht. Ich werde natürlich später noch zu dem im Grunde zurückkommen, um es ein bisschen zu erweitern. Aber es ist wahr. Ich war eigentlich Zeuge des Prozesses, weil ich wuchs in der kommunistischen Tschechoslowakei mit den Hassbildern in den damaligen tschechischen Fernsehen, Hassbildern von sudetendeutschen Tagen. Und das Bild wurde meistens nur durch Privaterzählungen korrigiert. In meiner Familie Erzählungen über meinen Großvater, den ich nicht erlebt hatte, er ist ziemlich früh verstorben. Er war ein Landarzt im Böhmerwald in Watzau-Watzow, gleich an der Sprachgrenze. Und seine Geschichten von Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen waren sehr verschieden von dem offiziellen Bild. Ich bin überzeugt, dass die Geschichte der Versöhnung ziemlich lehrreich ist für alle anderen Völker. Es ging um den Mut von Václav Havel am Anfang 90er Jahren. Es ging um Mut von vielen Kollegen auf beiden Seiten, auf der sudetendeutschen wie auch auf der tschechischen Seite. Ich erinnere mich auf die Jahre, die ich in Regensburg verbracht hatte an dem sudetendeutschen Musikinstitut als Musikwissenschaftler, teilnehmend an Veranstaltungen über das gemeinsame kulturelle Erbe. Das war für mich die erste Erfahrung mit realen Sudetendeutschen. Und dann kamen die Initiativen von meinen Freunden aus der Christdemokratischen Partei Tschechiens. Dann kamen die ersten offiziellen Schritte und Besuche. Und als Höhepunkt vielleicht kam das letzte Jahr mit dem Krieg gegen Ukraine. Und damals haben wir irgendwie entdeckt, was uns verbindet. Wir haben endlich gelernt, sich selbst durch die Augen des anderen zu sehen, Tschechen durch die Augen der Deutschen und Sudetendeutschen und gegenseitig. Also wir sind reif geworden. Das ist ganz wichtig. Und dann kam die tschechische Präsidentschaft in der EU und ich muss sagen, dass unser Erfolg wäre unmöglich ohne die Unterstützung der deutschen Kollegen. Es funktionierte sehr gut, die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen
zwischen der tschechischen und deutschen Bundesregierung, aber auch mit Landesregierungen und Landtagen. Das ist ganz wichtig. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet während der tschechischen Präsidentschaft in der schweren Zeit. Danke dafür. Also, das Werk ist im Grunde vollbracht. Also, wir haben die Grundlagen gelegt und wir müssen natürlich weiterarbeiten. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu der Aufgabe, die die Deutschen und Franzosen im Westen von Europa haben. Hier in Mitteleuropa sind es wir, Tschechen, Deutschen und Sudetendeutschen, die für die Zukunft Europas arbeiten müssen. Wir müssen stehen für Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Das ist unsere Aufgabe und wir müssen gemeinsam in Europa gegen die Aggression im Osten stehen. Das ist ganz wichtig. Liebe Freunde, wir haben viel Hass, viel Weg und sogar Blut hinter uns. Dafür müssen wir für den Frieden arbeiten. Hier in Regensburg gestatte ich mir am Ende ein paar lateinische Worte zu nutzen, weil hier wurden 1200 Jahre früher die böhmischen Adligen getauft. Agnus Dei, Vitalis Peccata Mundi, Miserere Nobis, Dona Nobis Pace. Liebe Landsleute, ich gebrauche das Wort historisch nicht oft, aber das ist ein historischer Punkt.